Hi ihr, ich habe Bücher in meinem Keller gefunden. Ich hatte keine Ahnung, dass sie noch da sind und habe für ein anderes Projekt, was ihr am 11. Juli sehen werdet, was ich da aushacke, habe ich meinen Keller ein bisschen durchforstet nach Büchern, weil ich wusste, da sind irgendwie welche, die da schon ganz, ganz lange stehen. Und ja, meine Eltern haben mir immer mal wieder welche mitgegeben. Weil ich halt viel in meinem Elternhaus gelassen hatte und so. Und da sind dann auch immer wieder Sachen reingeraten, die von denen sind. Oder ich habe Sachen mitgenommen und denen versprochen, ich verkaufe die bei Rebuy, was ich einfach nicht gemacht habe. und so. Das heißt, da flog echt ein bisschen was rum. Und das habe ich durchgeguckt und habe jetzt echt einiges gefunden, was ich sehr überraschend finde. Und was ich auch behalten möchte oder erstmal hier oben halten möchte und hoffentlich bald lesen kann. Also das wandert jetzt auf meinen Sub in dem Sinne. Und weil es eine richtige Kiste voll ist, habe ich gedacht, das kann ich euch doch nicht vorenthalten. Und teile jetzt meine Überraschungskeller Funde. Wäre schön, wenn ich meine Funde mit euch teilen könnte. Ich teile meine Funde mit euch. So, ich ziehe das jetzt einfach alles aus der Kiste. Dann ist es auch ein bisschen wie so ein Unpacking. Ich habe eine ganze Sektion Jostein-Gaarder-Bücher. Diesen Autor fand ich früher so toll. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Mein liebstes Buch von ihm war Das Kartengeheimnis. Das ja, hat mir super viel bedeutet und ich hatte auch mehrere andere Bücher von ihm. Ich habe auch welche gelesen. Ich habe auch welche hier oben stehen. Und ein Teil ist aber in den Keller gewandert und ich wollte das jetzt mal nach oben holen und mir wieder zu Gemüte führen. Und eins davon ist Der seltene Vogel. Und hier steht, den größten Teil der Zeit verschläft die Welt, den größten Teil des Raumes auch. Nur ab und zu reibt sie sich den Schlaf aus den Augen und erwacht. Wer bin ich? Fragt die Welt. Woher komme ich? Für einige Sekunden hat der seltene Vogel auf unserer Schulter Platz genommen. Jostein-Gaarders Bücher sind ja auch sehr philosophisch, mit vielen Grundüberlegungen, was ich echt spannend finde. Manchmal aber nicht so richtig in der Stimmung für bin. So tiefgründig nachzudenken, aber ich mag den Autor einfach und gebe den Büchern jetzt eine neue Chance. Wir machen jetzt einfach die ganze Jostein-Gaarder-Sektion in einem durch, die liegen nämlich alle übereinander, aber genau, ich erkläre euch jetzt nicht zu jedem, wo ich das her habe, sondern die sind alle aus meinem Keller, die habe ich gekauft, weil ich den Autor toll finde. Nämlich auch Bibi Bockens Magische Bibliothek. Das sieht ein bisschen anders aus, ich glaube, das ist wirklich auch eher Kinder, Jugend, frühe Jugendliteratur. Es steht drauf: Ein Brief mit einer mysteriösen Nachricht, eine unheimliche Frau, die plötzlich überall auftaucht, und ein rätselhaftes Buch ohne Autor. Grund genug für Nils und Berit, die Spurensuche aufzunehmen. Ihre Beobachtungen und Nachforschungen tauschen Nils und Berit über ein Briefbuch aus. Immer mehr Spuren führen zu einer unterirdischen Bibliothek. Sie scheint der Schlüssel zu allen anderen Rätseln zu sein. Ja, das, scheint ja mehr so eine richtige Geschichte, vielleicht so ein bisschen Detektivgeschichte oder so zu sein. Ist bestimmt ganz sweet und packe ich mal auf den Sub. Hier, ne, man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so richtig schon ein bisschen stockig. Ein Kellerfunde, ne? Als nächstes durch ein Spiegel in einem dunklen Wort. Ich habe den Titel noch nie geschnallt. Sie fährt aus dem Schlaf und öffnet die Augen. Schneeweiß und unantastbar sitzt der Engel Ariel plötzlich auf der Fensterbank der kranken Cecilie. Das war's. Da sind jetzt sonst nur so Kommentare. Vielleicht auch cool. Dann auch noch das Weihnachtsgeheimnis von Jostein-Gaarder. Da sind halt wirklich wie so ein Adventskalender 24 Geschichten drin. Das wollte ich immer mal machen und dann vergesse ich es in der Adventszeit. Ist gut, dass ich es jetzt im Juni gefunden habe, weil Weihnachten ist ja nicht mehr weit. Und das nächste ist Hallo, ist da jemand? Die Bücher riechen auch echt nach Keller, ne? So ein bisschen eklig. ja, hier sind sogar auch Bilder drin. Da. Und ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt so eine ganz sweete Geschichte eigentlich ist. Es ist Nacht. Joachim ist alleine zu Hause. Da jagt eine Sternschnuppe über den Himmel und Mika vom fernen Planeten Eljo landet kopfüber im Apfelbaum. Und damit beginnen die Fragen. Stück für Stück entdecken die beiden gemeinsam das Geheimnis des Lebens. Das ist doch bestimmt sweet. Und vielleicht ist das cool und ich kann es dann irgendwann meinen Nichten vermachen, wenn es nicht mehr so nach Keller riecht.
Noch eins, Vita Brevis, das Leben ist kurz. Was ist das für ein Brief, den Jo Steingarder in einem Antiquariat in Buenos Aires entdeckt? Eine Fälschung oder eine Enthüllung? Wahr ist, dass der berühmte Kirchenvater Augustinus, an den der Brief gerichtet ist, viele Jahre lang eine Frau namens Flora liebte und sich dann plötzlich für seine Liebe zu Gott von ihr trennte. Augustinus kenne ich tatsächlich, den habe ich im Geschichtsstudium immer mal wieder gehört. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, nicht nur Vita ist Brevis, sondern dieses Buch hier auch ist ein kurzes Buch. Ja, ich hoffe echt, ich lese die Sachen mal. So, das war die Jo Steingarder Sektion. Die ist jetzt, glaube ich, durch. Jetzt kommen so andere gesammelte Werke. Hier habe ich eins von J.R.R. Tolkien, Tuor und seine Ankunft in Gondolin. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Geschichte, die so ein bisschen aus dem Silmarillion rausgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob die da in seiner Gänze vorkommt, aber auf jeden Fall ist es so, ich glaube, erstes Zeitalter, worum es, glaube ich, auch in der Serie gehen soll. Also ich weiß nicht viel über die Herr der Ringe-Serie, aber die wird nicht in dem Zeitalter stattfinden, in dem die Filme und die Trilogie, beziehungsweise ist ja eigentlich nur ein dickes Buch, also der Herr der Ringe selber stattgefunden haben, sondern viel früher, so habe ich gehört. Und da gehört halt Tuor und so dazu. Und ich habe früher Herr der Ringe fanatisch geliebt. Ich habe alles Mögliche davon gehabt, alle möglichen Bücher. Gelesen habe ich tatsächlich nicht alles, aber ich habe das so gesammelt und habe dieses hier wiedergefunden. Und dachte, ja, das will ich jetzt nicht weiter im Keller da irgendwie vor sich hingammeln lassen. Das hole ich mal hoch. Es ist auch dünn. Ob ich es lese oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich hatte Lust, das hochzuholen. Dann habe ich zwei von Marion Zimmer Bradley gefunden. Einmal die Wälder von Albion und die Herrin von Avalon. Das ist ja, ich weiß es gar nicht, Steffi vom Buchschnack hat das mal erklärt. Ich werde sie dann auch dazu befragen. Das sind mehrere Bände und die, ach, welches ist denn das bekannteste? Die Priesterin von Avalon? Nee, das ist nicht das richtige Wort. Irgendwas von Avalon. Da gibt es ja dann auch den Film oder so. Eins von denen ist so das, was man, wo man den Titel am meisten kennt, was aber nicht das erste in der Reihe ist. Und das hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, ich habe noch eins hier irgendwie im Regal stehen. Oder ich habe nur die beiden. Ich muss jetzt mal rausfinden, welches das erste ist. Und eigentlich mag ich solche Geschichten voll gerne. Früher habe ich das total geliebt und fand auch den Film so super. Und ja, ich habe als Jugendliche habe ich super gerne Fantasy gelesen, deswegen da habe ich mir auch diese Bücher hier angeschafft. Genau. Und ich werde mal Steffi fragen, in welcher Reihenfolge die kommen, wie man das lesen muss, was mir jetzt noch fehlt. Und die Nebel von Avalon, hier steht es nämlich drauf. Die Vorgeschichte der Nebel von Avalon. Ja. Das ist echt ein bisschen schlecht zu lesen. Hier in diesem Baum, das kann man dann echt nicht mehr so richtig toll sehen. Eilan, Tochter eines keltischen Barden, wächst an der Grenze zwischen England und Wales auf. Sie wird in der Schwesternschaft der Priesterin zur Seherin ausgebildet. Dafür muss sie einen hohen Preis bezahlen. Wie den Vestalinnen Roms ist ihr die Liebe zu Männern verboten. Als der Soldat Gaius, Sohn eines römischen Statthalters und einer Engländerin, schwer verwundet in Eilans Elternhaus gebracht wird, beginnt das Unvermeidliche. Und es hat Folgen. Aha. Und das hier ist der Abschluss der Avalon-Trilogie. Ich will immer Trilogie sagen. Es heißt Trilogie. Trilogie. Der Abschluss. Offensichtlich fehlt mir dann nur der mittlere Teil. Ich dachte irgendwie, es wären vier. Also es scheinen ja drei zu sein, wenn es Trilogie heißt. Und dann haben wir mit die Wälder von Albion ist das erste, die Nebel von Avalon das zweite und die Herrin von Avalon dann das dritte. Stimmt das? So, als nächstes habe ich etwas, was ich irgendwie zum Beispiel auf BookTube oder so noch nie gesehen habe. Jonathan Stroud in The Amulet of Samarkand. Also das Amulett von Samarkand. Ich habe es auf Englisch gekauft. Ich habe schon früher auch Bücher auf Englisch gelesen. Hab mir das heute mal durchgeguckt, was da hinten, also durchgelesen, was da hinten drauf stand. Oder immer noch steht tatsächlich. Und es hört sich eigentlich echt ganz cool an. Also ein junger Zaubererlehrling Nathaniel ruft heimlich
den 5000 Jahre alten Genie, der so ein bisschen zur Wut neigt offensichtlich, Bartimäus, zu sich, um als sein Meister zu sein. Diese Aufgabe ist aber keine einfache. Er muss das Amulett von Samarkand von Simon Lovelace stehlen. Der ist der Meister Magier mit, ich sag jetzt krasser, also hier steht unrivaled, also ohne Rivalen. Ruthlessness ist Reulosigkeit oder Skrupellosigkeit ist, glaube ich, das richtige Wort, und Ambition. Es dauert nicht lange, bis Bartimäus und Nathaniel in einer furchterregenden Flut von magischen Intrigen, Rebellion und Mord verstrickt sind. Ah ja, es spielt in Modern Day London, also im modernen London, das von Magiern beherrscht wird. Und dieses witzige und bestsellende Thriller, naja, egal. Aber scheint ja irgendwie Urban Fantasy zu sein. Und sieht auch richtig schmuckig aus. Bäh. Naja, gucken wir mal rein. Vielleicht mache ich ja auch mal so ein Trial Chapter mit so ein paar Sachen. Ich dachte, vielleicht ist das ja echt cool. Vielleicht ist das ja so ein vergessenes Schätzchen oder sowas. Ich habe es auf jeden Fall mal mit aus dem Keller hochgeholt und schau mal, ob ich das mal lese. Und wenn einer von euch das kennt, dann sagt gerne mal, ob das was taugt. Dann habe ich ein Paulo Coelho Buch gefunden, auf Englisch. Habe ich nicht gelesen. Der Klappentext ist ein bisschen lang. The Devil and Miss Prim, der Teufel und Miss Prim. Keine Ahnung, kennt das einer von euch? Ist das gut? Ich habe von Paulo Coelho bisher erst den Alchemisten gelesen. Den fand ich ganz gut, hat mir gut gefallen. Und ja, wollte das jetzt nicht abgeben und vielleicht lese ich einfach mal rein und guck mal. Wenn aber jemand von euch das kennt, dann sagt gerne in den Kommentaren, ob das gut ist. Dann habe ich von Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Das war auf jeden Fall vor fast 20 Jahren, 18 Jahren oder sowas. Voll der Bestseller. Das habe ich echt viel gesehen. Das soll echt ein cooles Buch sein. Da ist es irgendwie auch zu schade, um das dann halt einfach wegzutun. Und vielleicht ist es ja cool, ne? Das war ja schon, also ich weiß, dass es schon sehr präsent war früher. Und deswegen habe ich es mal mit hochgenommen. Vielleicht mache ich echt so ein Trial Chapter oder einfach mal anlesen mit so einigen von den Büchern. Ja, sagt mal, ob ihr das gerne sehen wollen würdet. Dann habe ich noch Die Päpstin gefunden von Donna W. Cross. Das ist ganz sicher nicht mein Buch gewesen. Das habe ich mit Sicherheit nicht gekauft. Aber ich habe schon von mehreren gehört, dass es echt, echt gut sein soll. Dani und ich haben in unserem Livestream auch darüber gesprochen. Und für viele ist es wohl Lebenslese-Highlight. Und deswegen dachte ich, ja gut, wenn ich dann schon in meinem Keller finde, dann kann ich es auch mal ausprobieren. Ich mag ja inzwischen auch echt ganz gerne historische Romane. Und hier sind wir in Frankreich des 9. Jahrhunderts, also so richtig frühes Mittelalter. Das habe ich bisher noch nicht gelesen. Gucke ich mal, vielleicht taugt mir was. Wenn ihr das kennt, schreibt gerne was dazu. Dann habe ich euch noch nicht gezeigt, weil das erst in den Neuzugängen im Juni kommt. Also das Video kommt ja erst im Juli für alle Neuzugänge, die ich im Juni hier reinbekommen habe. Und da habe ich mir die Tintenherz-Trilogie quasi ausgeliehen. Ich habe den ersten Band habe ich mir nicht ausgeliehen, was nicht so klug war, weil ich dachte, ja, ja, den kenne ich schon und ich hatte schon echt viele Bücher eingepackt. Und dann dachte ich, aber ich steige doch jetzt nicht mit dem zweiten Band ein, wenn ich den ersten vor vielen Jahren gelesen habe. Habe mir das bei Audible besorgt, Tintenherz als Hörbuch und höre das jetzt immer wieder so nebenher. Das funktioniert für mich echt gut. Ich komme ja generell nicht so super mit Hörbüchern, klar. Und dadurch, dass ich die Geschichte aber schon kenne, muss ich da nicht die ganze Zeit so hyper aufmerksam sein. Und jetzt habe ich tatsächlich Tintenherz von Cornelia Funke im Keller gefunden, meine Ausgabe. Die geht sogar noch. Und ich habe auch schon Tintenblut gefunden. Und die ist schon, da seht ihr, die ist irgendwie, hat die eine komische Form angenommen. Und die sieht auch, die sieht ein bisschen verranzt aus. Und die, die schmeckt komisch.
Also sie riecht auf jeden Fall komisch und ist so ein bisschen eingestaubt. Muss ich vielleicht mal irgendwie noch ein bisschen sauber machen, bevor ich das lese. Das habe ich mir aber ja auch ausgeliehen. Das ist der zweite Teil. Der dritte ist halt hinten tot. Beim ersten Teil des Livestreams mit Dani hattet ihr, also das wunderbare Publikum, was wir da hatten, mir empfohlen, die Tintenherz-Trilogie tatsächlich doch mal komplett zu lesen. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, nach Tintenherz ist gut. Und das ist ja auch irgendwie abgeschlossen, aber dann gibt es ja noch Band 2 und Band 3. Habe ich nie gelesen, habe ich mir aber trotzdem gekauft, offensichtlich. Da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich es gekauft habe, aber ist auch echt 16 Jahre her oder so, wirklich lange her. Habe ich nie gelesen, jetzt gehe ich mal dran. Habe jetzt Tintenherz auch als Buch da und Tintenblut auch als eigene Ausgabe, auch wenn ich, glaube ich, die geliehene lieber lese als das Ding. Achso, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr die Geschichte schon kennt, beziehungsweise bei manchen erzähle ich nicht so viel, bei manchen mehr. Ich mache es einfach irgendwie. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn ihr da Wert drauf legt, wirklich bei jedem einzelnen Buch, was zum. Bei dem. Eklig. Was zum Inhalt zu hören, dann sagt mal Bescheid, wenn euch das stört, dass ich da manchmal halt nicht so viel zum Inhalt sage. So, drei bleiben uns noch. Ich habe ja letztens von Ken Follett die Säulen der Erde gelesen und hatte so eine richtig hässliche Taschenbuchausgabe. Hier habe ich das Hardcover gefunden, ohne den Schutzumschlag, aber eigentlich noch ziemlich gut, wobei es wird so ein bisschen locker, aber noch ziemlich gut in Schuss und dachte, ich tausche die hässliche Taschenbuchausgabe einfach dagegen aus, stelle das in mein Regal, weil ich das schon noch besser finde. Hier ist so die Kathedrale mit einer anderen Farbe eingeprägt. Ich habe erst gedacht, das ist Dreck. Das ist Dreck. Aber ja, sieht da eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall, die Taschenbuchausgabe ist voll hässlich. Und deswegen habe ich das ja auch mit hochgeschleppt. Und dann richtig witzig, musste ich lachen. Ich habe doch in meinen Neuzugängen aus Mai die ganzen Outlander-Bücher hochgehalten. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Ausgerechnet auch den fünften Band, mit dem ich weitermachen will. Richtig witzig. Das flammende Kreuz von Diana Gabaldon ist, wie gesagt, der fünfte Teil. Ich habe ja mir jetzt alle auf Englisch, also nicht alle, 5, 6, 7, 8 auf Englisch besorgt und dachte, das ist doch eigentlich ganz cool, dass ich jetzt den fünften Teil auch auf Deutsch hier habe, für den Fall, dass ich mit Englisch doch nicht so gut zurande komme oder weiß ich nicht was, kann ich auf jeden Fall auf die deutsche Ausgabe zurückgreifen. Das war mit absoluter Sicherheit nicht mein Buch. Ich weiß auch nicht, wo das irgendwie herkommt. Wer weiß das schon. Aber habe ich mich gefreut und fand ich total lustig, dass ich tatsächlich all die Jahre ein Outlander-Buch in meinem Keller liegen hatte. So, und als letztes eigentlich nicht so interessantes Buch, aber das wollte ich euch trotzdem zeigen, hier vom ADAC Verlag, Streifzüge durch das historische Deutschland. Ich mag das ganz gerne, in so Bildbänden nachzugucken, wo ich es schön finde und wo ich gerne hinfahren wollen würde. Und dadurch, dass ich das dieses Jahr ein bisschen crazy finde und mich nicht so, beziehungsweise es stresst mich, wenn ich jetzt also eigentlich wollte ich ja im Ausland Urlaub machen, aber das fühlt sich jetzt irgendwie nervig an mit noch einem PCR-Test dazu und ich bin halt nicht geimpft und was weiß ich nicht, was alles und wer weiß, was irgendwie sich noch ändert, auf uns zukommt. Und dann bin ich da alleine mit dem Bulli in der Bretagne unterwegs und ich weiß nicht, das irgendwie ist das so unter diesen Umständen nicht die Reise, die ich machen wollte, die ja so oder so mega viel Geld kosten würde. Und dann warte ich lieber noch 2 Jahre oder sowas und habe überlegt, ich fahre vielleicht ein bisschen in Deutschland rum. Und für sowas sind solche Bücher richtig cool. Dann mal zu gucken, was ist denn schön, was gibt es denn für coole Stellen. Ich mag gerade so historische Stadtkerne. Ich finde das, ja, ich gucke mir das gerne an. Wobei ich ja meinen Hund dabei habe und deswegen nicht so voll auf Städte aus bin. Aber ja, ich gucke einfach mal rein. Die Städte haben sich ja wahrscheinlich nicht allzu viel geändert. Auch wenn das Ding hier schon irgendwie älter ist. Von 1989. Das ist gerade mal ein Jahr jünger als ich. Aber trotzdem, also es gefällt mir schon gut. Und hier vorne ist da, ich glaube, das ist Rothenburg ob der Tauber. Da war ich, lass mich nicht lügen, vor 2 Jahren sind wir da vorbeigefahren. Und das ist doch eigentlich cool. Also ja, ich schaue einfach mal rein. Wenn es nichts taugt, dann tue ich es einfach wieder weg. Hab's auf jeden Fall aus dem Keller mit hochgeholt, deswegen zeige ich es euch. Und die Kiste ist jetzt leer.
Ich habe euch alle meine Kellerfunde gezeigt. Kennt ihr irgendwas von dem ganzen Zeug? Ja, wahrscheinlich die Tintenherz-Sachen, die sind wirklich sehr bekannt. Zu den anderen Sachen könnt ihr echt gerne mal was sagen, wenn ihr die kennt. Ihr habt immer eine Liste von den Büchern, die ich zeige, in der Infobox. Also wenn ihr nicht mehr ganz sicher seid, was ich gezeigt habe, dann schaut einfach in die Infobox rein. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann, ja, seid gespannt auf den 11. Juli. Da wird was Cooles kommen. Und ich bin auch gespannt drauf. Und ich sag mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.